Shiny Alarm, Leute! Oh mein Gott, ein Shiny Stolrak. Das ist das erste Mal, dass wir ein Shiny in einem Let's Play begegnen. Die Chance, dass ein Shiny auftaucht, ist 1 zu 20.000. Boah, haben wir ein Glück. Also, eigentlich wollte ich den Meisterball ja für Latios oder Latias aufheben. Aber weil Stolrak so selten ist und weil Shiny so selten sind und diese Stolrak Brille einsetzen kann, werde ich hier den Meisterball einsetzen. Ja, also ich finde, Shiny geht über legendäre Pokémon und das sollte man auch nutzen. Also, Meisterball auf Shiny. Ja, und Shiny Stolrak haben wir gefangen. Könnten wir auch zu Stolloss entwickeln, wenn wir Lust drauf haben. Das wird eigentlich ganz cool aussehen, glaube ich. Stolrak temperiert seinen Körper, indem es ausgesprochen nahrhaftes Quellwasser trinkt, bis es völlig aufgebläst ist. Dieses Pokémon baut sein Nest in der Nähe von Quellen aus, denen köstliches Wasser sprudelt. Ja, Shiny Stolrak, hahaha. Okay, wie wollen wir es nennen? Keine Ahnung, Shiny irgendwas. Shiny Rock. Nee, Shiny Metal. M-E-T-A-L. Metal. Ja, Shiny Metal. 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 So. Shiny Metal. Und ich glaube, wenn wir schon dabei sind, ich werde es einfach mal entwickeln. Wir sind ja hier in dem Special Part. Und es kann nicht schaden, ne? Ein Shiny mal zu entwickeln. Vielleicht soll ich das ja auch. Vielleicht tue ich es ja ins Team rein. Mal schauen. Also, ist ja eigentlich ganz mal so schlecht. So ein Shiny im Team. Das wäre auch ganz cool. Außerdem noch. Ich lasse meinen Nieren von da. Obwohl ich vom Tricking Beta. Ich lasse es jetzt mal. Ab soll hier. So. Und ja, dann trainiere ich jetzt einfach mal das Shiny bis zur Entwicklung und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder wir sehen uns jetzt wieder. Ne, bis gleich. Ich werde es auf Screen machen. Bis gleich. Hallöchen. Ich bin fast fertig mit dem Trainieren unseres Shinies. Es ist kurz vor der Entwicklung und ich habe mich währenddessen entschieden, ich werde es ins Team tun. Weil Shinies sind selten, außerdem ist Stolloss ein richtig geiles Pokémon. Welches Pokémon werde ich wohl rausnehmen? Tja, welches Pokémon stirbt denn wohl beim ersten Angriff, ne? Ich werde Neotom rausnehmen. Ich hatte Neotom eigentlich schon, ich wollte Neotom eigentlich nehmen als eine Art Self-Killer, einer, der sich selber Schaden zufügt, sodass er den Gegner seinen AP killt, so mit ihr wisst schon, die Attacke haben wir vorhin, hat's vorhin erlernt. Falls ihr nicht wisst, dann spult's zurück. So, auf jeden Fall hat unser Shiny Metal Level 42 erreicht und entwickelt sich jetzt. Alter, sieht das nicht geil aus? Boah! Das ist doch mein Stolloss. So, und jetzt werden wir unsere Herzschuppen holen und ihm ein paar ordentliche Attacken beibringen. Ich habe noch kein Moveset für ihn. Aber ich habe schon ein paar Attacken, die Stolloss unbedingt lernen sollte oder muss. Schade, dass wir keine Erholung mehr haben, weil ich hätte eine coole Attacke, eine coole Kombination mit Stolloss. Und zwar könnte man den auf den Defender skillen. Mit Eisenabwehr. Und das ganze Zeugs. Und Toxin halt noch. So wie bei unserem Ninja Tom. Aber naja. Gut, mal schauen. Was habe ich denn hier? Ich brauche ja meine Herzschuppen, genau. Hier sind sie. Habe ich noch eine? Habe ich nur eine? Ich dachte, wir haben mehr. Na gut. Wenn wir nur eine haben. Oder haben wir eine andere dabei? Mal schauen. Moment. Ich muss schon mal einen Blick riskieren.
Ach ja, ich habe ein paar TMs gekauft für Stolos. Gut, dass ich sehr gerade sehe. Ja, Stolos kann ja im Donner. Das werden wir ihm auch jetzt beibringen. Der wird richtig heftig geskillt werden. Okay, was verlernen wir? Brille. Brille ist so useless. So, und jetzt Shiny lernt Donner. Shiny Metal lernt Donner. Gut, Durchbruch wäre auch noch eine Option. Mal schauen. Feuersturm können wir ihn auch beibringen, allerdings spielt Stolos nicht so auf Verteidigung. Nicht so auf Spezialangriff. Powerpunch. Powerpunch und Delegato wäre eine geile Option. Ich muss mal kurz schauen, wo wir Delegato finden können. Dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Bis gleich. Gut, hier bin ich wieder. Ich habe gerade mit Erschrecken nachgesehen. Und zwar kann Stolos nur in der Smaragd und in der Feuerroten und Glattgrün Edition Delegator durch einen Attackenlerner erlernen, denn hier gibt es gar keine Attackenlerner. Naja, aber verdammt, wo bin ich denn jetzt? Hier ist der Attackenlerner. Jetzt aber. Da. Nein, nicht an ihm vorbei. Sprich ihn an. Ja, nimm mein Shiny Metal. Das wäre geil, wenn Shinies so Spezialattacken können, die, wenn Shinies nur Attacken können, die nur Shinies können. Das wäre doch eine geile Attacke, oder? So eine richtig starke Attacke, die nur Shinies können. Das wäre geil. Zeitklappe, nein. Kopfnuss, nein. Kopfnuss, ja, vielleicht. Zieht nämlich 70 ab und hat Zurückschreck, Chance. Eisenabwehr, ich weiß nicht, also. Ich habe schon eine Attacke, die ich ihm beibringen werde. Und zwar bringe ich ihn noch, ich bringe ihn jetzt dann noch Drachenklaue bei. TM2, Drachenklaue ist dabei. So, Shiny Metal kann dann gegen Drachen gut bestehen. Ich verlerne Schutzschild. Shiny Metal hat Schutzschild vergessen und Shiny Metal lernt Drachenklaue. Perfekt, so. Kraftreserve, nee, Blizzard, nee, wobei Blizzard, ich weiß nicht. Donner und Regentanz. Regentanz haben wir ja noch übrig, dann könnten wir. Oh, Shiny Metal kann Regentanz, geil. Geiler Scheiß, dann bringen wir den Regentanz und Donner bei. Das ist eine geile Taktik. Genauso machen wir es. Dann ist unser Shiny Metal der Anti-Drachen-Killer, sag ich mal. Und jetzt noch ein Eisstrahl, dann haben wir einen perfekten Drachenkiller, Drachenslasher, Dragonslasher. Den werden wir auch in der Liga brauchen. So, ich verlerne hier Eisenschweif, das ist eine, ja, das ist eine Step-Attacke zwar, aber ich verlerne sie trotzdem. Aus dem Grund, weil die Attacke sehr ungenau ist. Und ja, Blizzard ist auch ungenau, aber Blizzard ist dafür besser geeignet. So, schauen wir uns das Shiny Metal mal an. Es hat das Wesen Kauzig. Ich habe mich erkundet, was das bewirkt. Und zwar ist es ein neutrales Wesen, das verändert gar nichts an den Werten. Das heißt, ja, die Werte sind gleich. Aber einen hohen Verteidigungswert. Also ich hätte den gerne jetzt als Defender genutzt. Aber naja, was man nicht mehr machen kann, kann man halt nicht mehr machen, ne? Okay, mit Blizzard und Donner. Ja, Blizzard ist gegen Drachen-Pokémon gedacht. Und Donner und Regentanz gegen Flug-Pokémon. Und Drachenklaue auch gegen Drachen. Also unser Shiny Metal ist ein richtiger Dragon Slasher, kann man sagen. Gut, dann gehe ich zurück in die Liga und es wird weiter trainiert. Ich werde Shiny Metal auch jetzt auf Level 55 trainieren. Also ich werde alle auf Level 55 trainieren, will ich damit sagen. Ja, und dann geht's weiter mit der Liga. Oder dann geht's in der Liga weiter, mit der Top 4 natürlich. Ich werde sie in diesem Part noch auf Level 50 trainieren. Und dann trainiere ich sie im nächsten Part auf Level 55. Und dann geht's weiter mit der Top 4. Okay. Dann schalte ich meine Stimme jetzt ab. Dann seht ihr mich gleich wieder mit Pokémon-Musik von Poké Remix Studio. Bis gleich.